Am 8. März wird im Kanton Solothurn der Regierungsrat gewählt. Alle 5 bisherigen Regierungsräte treten nochmal an. Es sind das der Christian Wanner und Esther Gassler von FDP, der Peter Gomm von SP und der Walter Straumann und der Klaus Fischer von CVP. Die SVP probiert schon seit Jahren vergeblich einen Sitz in der Regierung zu ergattern. Das Mal kommen sie mit einer neuen Strategie. Sie gehen gerade mit 5 Kandidaten im Wahlkampf, also einer gesamten Ersatzregierung. Der Olivier Parvet berichtet. Sie blasen von rechts zum Angriff auf die Solothurner Regierung, die Kandidaten der SVP, die alle in Regierungsrat wenden. 5 Kandidaten von einer Partei für 5 Sitze, das hat es im Kanton Solothurn noch nie gegeben. Die Strategie hinter dem Manöver ist: Zuerst einmal soll es nicht einfach eine Wiederwahl der bisherigen geben, sondern es soll effektiv eine Auswahl für die Solothurner Bevölkerung geben. Darum haben wir, vor allem von der SVP, sind wir mit 5 Kandidaten jetzt antreten. Die Kandidatenauswahl der SVP sieht so aus. Der Heinz Müller, 47, Kantonalpräsident der Solothurner SVP, Kantonsrat und Unternehmer. Colette Adam, 47, Rechtsanwältin und Chefin der Solothurner Fremdenpolizei. Der Roland Bohrer, 57, Nationalrat und Unternehmer. Der Christian Werner, 24, Student und Gemeindeparlamentarier zu Olten. Und der Roman Jäcki, 44, Kantonsrat, Kommunikationsberater und ehemaliger Pressesprecher der SVP Schweiz. Seit Jahren probiert die SVP einen Regierungsratssitz zu erobern, bis jetzt vergeblich. Was läuft falsch in der Solothurner Regierung ohne SVP? Es ist ein kleines finanzpolitisches Gewissen, das fehlt. Vielleicht sind auch versteinerte Ansichten noch dort. Die SVP könnte da sicher aufbrechen, mit neuen Ideen reinkommen. Wir sehen das auch im Parlament, dass dort eine Auffrischung passiert ist, dass die SVP im Parlament ist. Aber auch von links gibt es einen Angriff auf die bisherige Regierung. Und zwar mit der SP-Frau Christine Bigolin. Die SP hat zwar schon einen Sitz in der Solothurner Exekutive, das lenkt ihren als zweitstärkste Partei im Kanton aber nicht. Die Strategie ist, den 2. Sitz zurückzuholen, den wir vor 4 Jahren verloren haben. Wir wollen den Leuten eine Auswahl bieten. Wir wollen einen Mann und eine Frau in der Regierung für die SP. Und das ist der Grund für die 2. Kandidatur. Die 52-jährige Kantonsrätin ist ausgebildete Sozialarbeiterin und Geschäftsführerin von einem Therapiezentrum. In der Regierung will sie sich vor allem für soziale und ökologische Themen stark machen. Obwohl von rechts und von links insgesamt 6 Kandidaten ins Solothurner Rathaus drängen, lassen sich die 5 bisherigen Regierungsräte nicht aus der Ruhe bringen. Der Landammer Klaus Fischer ist überzeugt, dass die Regierung 4 Jahre lang gute Arbeit gemacht hat. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt setzt sich das Stimmvolk auf Bewährtes. Die Ergebnisse dieser Legislaturperiode, die lassen sich sehen. Wir werden auch im 2008 rein jetzt mal finanzpolitisch einen hervorragenden Abschluss haben. Wir haben verschiedene Reformen angepackt in anderen Departementen, im Investitionsbereich. Und wir können eigentlich so uns sagen, jetzt am Ende dieser Legislaturperiode, wir haben sehr gut zusammengeschafft. Die Strategie der SVP überrascht aber auch die Regierung. Es ist tatsächlich eine spezielle Situation, dass eine Partei gerade mit 5 Kandidatinnen und Kandidaten auftritt. Die Reaktion der jetzigen Regierung ist so, dass wir uns sagen, hat die SVP keine Persönlichkeit, dass sie mit dieser Persönlichkeit jetzt in die Wahlen würde einsteigen, oder ist eine andere Taktik im Hintergrund? Hinter den 5er-Listen der SVP könnte die Absicht stecken, dass möglichst viele bisherige Regierungsräte in einen 2. Wahlgang müssen. So steigen die Chancen, dass die SVP zum ersten Mal den Sprung in die Solothurner Regierung schafft.